Autobahn A5 im Frühsommer kurz vor Mannheim. Zwischenstopp auf dem Randstreifen. Konspiratives Treffen mit dem Mann, der seit vielen Jahren ganz oben auf der Todesliste der Mafia steht. Luca Orlando. Sein Kontaktmann will unerkannt bleiben. Ja, ist auch schlecht hier. Warm in Mannheim, wie in Sizilien. Ich erinnere, dass ich habe hier in Mannheim, in Mannheim, in Heidelberg, ich habe Jura studiert. Auch mein Vater hat Jura studiert in Deutschland. Ich wollte eigentlich mit dir heute in den Jungbusch fahren, in einen Mannheimer Stadtteil, der klassische Mafia-Stützpunkt ist, wo also in den letzten Jahren also auch mehrere Leute standesrechtlich hingerichtet worden sind mit Kopfschüssen, unter anderem der Fall Trapanzani. Du weißt, dass jetzt mein Ziel, mein politisches Projekt ist, dass was passiert in Italien, was passiert in Deutschland, braucht europäische werden, braucht eine europäische Mobilisation gegen Mafia haben. Weil Mafia ist nicht nur sizilianische, Mafia ist europäische, Mafia ist eine internationale Frage. Und diese Weltdimension kommt aus Geld, weil Geld ist nicht lokal. Weil die illegalen Aktivitäten, Geld, Drogenhandel, Waffenhandel, Schutzgeld, Erpressung, Rotlichtmilieu, Geld, die Geld vermutlich ist mehrere Billionen sind. Eigentlich war ein längeres Gespräch geplant und eigentlich in der Innenstadt von Mannheim. Aber weil die Zeit zu knapp ist, bleibt dieses Mal nur die Autobahn. Ein bisschen Offizielles für die Kamera, dann einige Minuten Vertrauliches, Ende. Und los zum Flieger nach Frankfurt. Palermo auf Sizilien. 700.000 Menschen zwischen Meer und Bergen. Kulturen der Phönizier, Griechen, Normannen, Bourbonen und die Unkultur der Mafia. Lange Zeit stand Palermo nur für Mafia. Das Wort stammt aus dem Arabischen, bedeutet so viel wie existiert nicht. Offiziell existierte sie auch nicht in den engen Gassen der drittgrößten Altstadt der Welt. Die Menschen schwiegen und tatsächlich hatten nur die Mafiosi das Sagen. Wer überleben wollte, sah, hörte und sprach nicht über sie. Als Belohnung sorgte die Günstlingswirtschaft für Arbeit und Brot durch Handel oder für einen Job im Staatsdienst. Mit 37 Jahren wurde der Juraprofessor Leo Luca Orlando 1985 Oberbürgermeister der Mafiosi-Stadt. Sein Versuch, seine Partei, die Christdemokraten, zu säubern, scheiterte. Auf Anweisung Andreottis stürzten ihn seine eigenen Parteifreunde. Palermo sollte nicht reformiert werden. Als Reaktion gründete Orlando 1990 seine Anti-Mafia-Partei La Rete, das Netz. Beide haben bisher überlebt und kämpfen weiter. Seine Partei besonders in Sizilien, eher als Symbolfigur gegen die Mafia in der ganzen Welt. Als wir vor ihm nichts hatten und dann plötzlich kam der Orlando, da haben wir wirklich gefürchtet, er bleibt nicht lange am Leben. Er hat sich auch sehr in dieser Hinsicht auch so ausgedrückt. Er hat wirklich so sehr daran geglaubt, dass es ihm nicht wichtig war, ob er dann überlebt oder nicht. Orlando in einem Saal der Villa Niscemi, dem Repräsentationssitz Palermos. Zu Besuch Delegierte verschiedener NATO-Staaten. Der Grund? Natürlich die Mafia. Mr. Mayor, thank you very much for inviting us to be home. Mafia came from ourselves. Mafia kommt immer nur aus uns selbst, nicht von irgendwo außerhalb. Dabei ist die Struktur sehr kompliziert. Zum Beispiel, die Familie ist sehr wichtig für jeden von uns, aber die Mafia missbraucht den Begriff der Familie. Freundschaft ist sehr wichtig für uns, aber Freundschaft verkommt zu einer kriminellen Beziehung. Ehre wird zur Schande. Und Staat ist auch wichtig für uns, aber er wird missbraucht. Szenenwechsel. Abends in Terracini, einem Örtchen 25 Kilometer westlich von Palermo. Hunderte demonstrieren im Gedenken an den Anarchisten Giuseppe Impastato, der die Mafia so lange verhöhnte, bis sie ihn 1978 tötete. Ich glaube, dass
Erinnern ist ein Instrument, gegen Mafia zu kämpfen. Der Initiator des Gedenkmarsches erklärt das Phänomen Mafia. Ich spreche immer von einer Mafia-erzeugenden Gesellschaft. Schwache Wirtschaft, Krise der Parteien, Krise der Gewerkschaften begünstigen das Problem der Mafia. Unsere Bewegung war stark nach den Morden an Della Chiesa, an Staatsanwalt Falcone und an Richter Borsolino. Aber später kämpfen nur noch wenige gegen die Mafia. Eine Massenbewegung gegen die Mafia wünscht er sich. Sieht aber, dass es nur wenige wie er selbst oder Orlando sind, die bis heute weiterkämpfen. Orlando ist dabei ein von Mafiosi besonders gehasster Mann, weil er als Politiker nicht nur wissenschaftlich theoretisch, sondern sehr praktisch gegen das organisierte Verbrechen wirkt. Damit er nicht Opfer seiner Überzeugungen wird, lebt der Mafiajäger freiwillig wie ein Gefangener. Für ihn gilt überall auf der Welt Sicherheitsstufe 1. Er ist der mutigste Kämpfer für die Erhaltung der Demokratie in ganz Europa, wahrscheinlich darüber hinaus, den ich kenne. Mutig, weil er für die Erhaltung der Demokratie praktisch alles riskiert hat und einen völlig neuen politischen Anfang gewählt hat. Bilder des Bombenattentats auf den Staatsanwalt Giovanni Falcone. Mit ihm starben seine Frau und seine Leibwächter. Die Mafia hatte 1992 ein Stück Autobahn gesprengt, um ihren ärgsten Feind zu töten. Falcone hatte erfolgreich ermittelt, einen Überläufer, einen Pentito zum Reden gebracht, zusammen mit dem kurz nach ihm getöteten Richter Paolo Borsellino Verfahren durchgesetzt, die mit der Verurteilung dutzender Mafiosi endeten. Noch heute steht vor Falcones Wohnhaus eine militärische Ehrenwache. Die zwei Soldaten gehören zu den 600 Mann, die überall in der Stadt Staatsanwälte, Richter und öffentliche Gebäude schützen. Und auch heute noch werden an dem Baum vor der Haustür letzte Grüße zum Gedenken an Giovanni Falcone niedergelegt. Leo Luca Orlando hat überlebt, obwohl er die Mächtigen öffentlich als Garanten der Mafia bezeichnet. Wie oft sprachen wir davon, dass sich etwas ändern muss? Wie oft sagten wir jetzt langt? Wie oft haben wir das wiederholt? Wie oft meinten wir, es sei zwingend? Und endlich ist es nicht nur zwingend, sondern es ist sogar möglich. Denn sie fallen wie die Kegel, die Mächtigsten der Mächtigen, die angeblich Unberührbaren. Wie die Kegel. Bedenkt, dass unser ehrwürdiger Herr Andreotti uns sogar davon zu überzeugen versuchte, der Glaube zu Gott führe nur über ihn und seine Partei. Es ist ihm gelungen, Kardinal Ruini zu überzeugen. Und jetzt möchte der uns Katholiken einreden, Gottes Wege führten tatsächlich über Andreotti. Ich denke, der Weg zu Gott braucht nicht den Umweg über Andreotti. Und eines steht fest, wenn das Parlament die Immunität des Abgeordneten Bettino Craxi nicht aufheben sollte, werden wir nicht eine Minute länger in diesem Parlament verweilen. Jahre später, in der Gegenwart, bei Orlando zu Hause. In seinem Arbeitszimmer Fotos und Souvenirs eines erfolgreichen Politikers. Doch, es ist in Palermo, zwei Tage hier geblieben. Eduardo Sciascia, Aldo Moro, Rudolf Giuliani, der Bürgermeister von New York. Mhm. Etwas von, doch. Rheinland-Pfalz ist das. Doch. Und auch vom Saudi-Arabia-König. Miami Polizei. Mhm. Sind Sie Ehrenpolizist? Wir sind Schwesterstadt mit Miami, Florida, mhm, und mit Santiago, Kuba. Aha. Der Hund und die Katz. In Palermo, der Hund und die Katze und die Maus spazieren gehen zusammen. Doch, das heißt, in anderen Städten, der Hund ist gegen die Katze und die Katze versucht, die Maus zu essen. Ja. Das passiert nicht in Palermo. Das ist Ihr Hausaltar? So? Nein, das ist ein Souvenirplatz. Ein Platz des Souvenirs. Ja. Wie in anderen Zimmern. Beten Sie eigentlich, Herr Orlando? Aber nicht hier. Nein, aber sind Kirche, Sie Gläubiger? Ja. Ich bin katholisch, ja. Ich bin katholisch, mein Glaube
Ich bin Protestant in meinem Leben. Das heißt? Das heißt, dass ich versuche, eine katholische Protestant zu sein. Sein Haus ist eine Erbschaft. Orlando stammt aus einem 800 Jahre alten Adelsgeschlecht aus der Gegend um Brizzi. Sein Vater hat als einer der angesehensten Anwälte des Landes unter anderem Al Capone verteidigt und es abgelehnt, Justizminister Italiens zu werden. Ich glaube, dass Mafia hat in Italien getötet, hat politische Beziehungen in Italien gehabt, aber die Geschäftige von Mafia sind in ganzer Welt. Mafia ist heute eine finanzielle Frage geworden. Wir haben viel Erfolg gehabt gegen die militärische Hand des Mafia. Wir versuchen einen Erfolg haben gegen den politischen Kopf der Mafia, aber wir haben noch nicht genug gemacht gegen finanzielle Herz der Mafia. Und solange der politische Kopf der Mafia noch denkt, ihr finanzielles Herz noch schlägt, solange wird Orlando von Leibwächtern umgeben sein. Seine persönliche Garde sind 6 Polizisten in Zivil. Vor dem Haus stehen uniformierte Kollegen. Parken ist in 100 Meter Umkreis verboten, aus Furcht vor Autobomben. Es gibt keine Alternative für Orlando, außer dem Tod. Es wäre der Tod eines beinahe Heiligen. Er ist sicher ein Hoffnungsträger. Und wir sehen das, denn es hat sich ein bisschen die ganze Atmosphäre in der Stadt verändert. Nicht nur, weil wir endlich Gärten haben und Kinder spielen draußen am Abend und die Altstadt ist beleuchtet und wir fühlen uns freier. Es gibt nicht diese Einschüchterung, die früher wirklich in der Stadt herrschte. Die Leute sind spontaner und die fühlen sich auch von ihm wirklich geschützt. Das Amtszimmer des Oberbürgermeisters im Palazzo delle Aquile, dem aus dem 15. Jahrhundert stammenden Rathaus Palermos. Der Hoffnungsträger ist zum dritten Mal auf diesen Stuhl gewählt worden, zum zweiten Mal direkt vom Volk. Er schuf über 4000 Arbeitsplätze, vorwiegend für junge Menschen. Er ließ endlich den Schutt aus dem letzten Weltkrieg forträumen, akquirierte europäische und internationale Fördergelder zur Sanierung der Altstadt von Palermo. Im Jahr 2001 endet seine Amtszeit endgültig. Gestern sollte ich zum Ersten etwas kaputt machen. Heute soll ich zum Ersten etwas Neues bilden. Das ist etwas Neues. Weil in der Vergangenheit sollte ich kaputt machen, was schlecht war in Palermo. Und heute soll ich promovieren, was gut ist in Palermo. Am Hafen steht ein Denkmal gegen das Schlechte. 3 rostende Eisenplatten sollen den Machtverfall der Mafia symbolisieren. Orlando hat es aufstellen lassen. Die Inschrift lautet: Für die im Kampf gegen die Mafia Gefallenen. Ein ganz anderes Denkmal steht im Zentrum von Palermo, das Teatro Massimo, nach Paris und Wien das drittgrößte Opernhaus der Welt. 24 Jahre stand es ungenutzt da. Ein Opernhaus ohne Opern. Alles Geld zur Sanierung verschwand in den Taschen der Mafia. Erst seit dem Frühjahr ist es wieder eröffnet. Als Orlando uns sein Opernhaus zeigt, erkennen ihn die Menschen auf dem Platz vor dem Zaun und rufen ihn. Nie hat der Terror der Mafia ihn davon abhalten können, spontan unter die Leute zu gehen, Hände zu schütteln, sich öffentlich zu zeigen. Er will Normalität für Palermo. Ich glaube, dass heute Palermo ist eine ungefähr normale Stadt geworden. Der Oberbürgermeister von Palermo ist noch nicht normal. Ein Tag, ich hoffe, dass der Oberbürgermeister von Palermo wird ohne Bodyguards leben. In diesem Moment, ich werde sagen, dass Palermo ist ganz und perfekt normale Stadt geworden. Unsere Gewehr als Büro, das ist eine Mitraillette, das heißt M12 Parabellum. Das ist ein 9mm und das ist nur für militärische Gewehr. Wir haben einen Direktschutz, das ist von dem Auto. Die Scheiben sind ganz dicker und die Augen wiegen ungefähr 3 Tonnen, also die Doppel von einem normales Auto. Und das sind ganz schwer und nicht so einfach zum Fahren. Ne? Wir bleiben einfach nicht in, wo das Gefahr ist. Ne? Es ist nur einmal passiert, dass wir eine Bombe zu Hause gefunden haben, so eine Rudimentalbombe, also dass
es konnte nicht explodieren, weil es war kein Explosiv rein. Aber es war alles vorbereitet, dass alles funktioniert. Das war ein, kann man sagen, ein Vorwahl. Ne? Mhm. Eine Warnung. Eine Warnung. Also. Nicht nur das Fahrzeug des Oberbürgermeisters ist gepanzert, sondern auch die Autos der Bodyguards. Dem insgesamt 9 Tonnen schweren Geleitzug im Verkehr zu folgen, ist unmöglich. Nach Sekunden schon ist er außer Sichtweite. Die Route wechselt ständig, selbst die Leibwächter wissen oft erst sehr spät, wohin es geht. Dauernd werden Termine verschoben oder verlegt. Schwer zu sagen, ob immer nur wegen Terminnot oder aus Vorsicht. Auskünfte zur Sicherheitslage werden nicht gegeben. Wir kommen, wie der berühmte Hase, immer viel zu spät. Der Igel ist schon da. Diesmal in der Universität. Eine späte Ehrung für den Anarchisten Impastato. Dottore Santino spricht gegen das Vergessen der Morde, des Terrors der Mafia. Orlando wird nicht reden. Am Ende der kleinen Feier wollen dafür alle mit ihm reden. Es gibt in Sizilien so etwas wie Nationalhelden. Das sind Ritter aus der Zeit des in Palermo aufgewachsenen Stauferkaisers Friedrich II., die als Puppen in jeder sizilianischen Wohnung zu finden sind. Diese Ritter gewinnen immer jede Schlacht gegen jeden Feind. Einer dieser Ritter, der im roten Gewand, heißt ausgerechnet Orlando. Leoluca Orlando ist ihr Ritter. Er soll ihnen helfen, er soll ihre Probleme lösen, er soll für sie kämpfen. Er hat dafür auch ihre Stimmen bekommen. 1993 bei der ersten Direktwahl satte 74% und 4 Jahre später, mittlerweile durch Berlusconis Forza Italia mit einem ernstzunehmenden Gegner konfrontiert, immerhin noch 58%. Und dann wieder dieselbe Prozession wie aus einem Spielfilm. Orlando flankiert von 3, 4 oder mehr Polizisten in Zivil, mindestens 15 bis 20 Mal am Tag. So führt die Mafia indirekt Regie. Jeden Tag, jeden Monat, seit 10 Jahren. Seine Frau Mili Lupo kennt er seit seiner Schulzeit, seiner Jugendliebe. Sie stammt aus einer großbürgerlichen Familie. Ihr Vater war Ehrenkonsul. Interviews, so erklärt sie uns, gibt sie grundsätzlich nicht. Aus den politischen Geschäften ihres Mannes, der auch in Heidelberg Staatsrecht studierte und dem als jungem Rechtsprofessor eigentlich eine glänzende akademische Karriere bevorstand, hält sie sich heraus. 45 Minuten später, eine politische Veranstaltung im Tagungsraum eines Hotels. Mitglieder des Regionalparlaments von Sizilien diskutieren Sinn, Wirkung und Kosten von Volksabstimmungen. Dann trifft er den Oberbürgermeister Roms anlässlich einer Kunstausstellung des Bildhauers Mario Rutelli, dem Urgroßvater des Kollegen aus Rom, der die Schau vor Publikum und Presse sichtlich genießt. Kunst und Kultur sind wichtig zum Überleben. Das Wahre, Schöne und Gute sind erstrebenswerte Ziele für den Edelmann Leoluca Orlando. Er bewundert den Kunstförderer Friedrich II., genauso wie er die Künstlerin Pina Bausch verehrt. Sie lassen ihn die Mordkultur der Mafia manchmal vielleicht vergessen, mindestens aber zeitweise verdrängen, einfach wegtauchen können, einmal Gleicher unter Gleichen sein. Gegen das Vergessen und Verdrängen der ganzen Gesellschaft arbeitet das Centro Impastato, privat gegründetes und finanziertes Dokumentationszentrum zur Geschichte der Mafia. Benannt ist das Institut nach dem Opfer des bis heute nicht aufgeklärten Mafiamordes. Dabei ist dieser Fall nur einer von vielen. Die Erklärung? Die Gesellschaft leidet unter einem Mangel an Kultur im Umgang mit der Mafia. Sehen Sie, erst nach 1982 wurden unsere Anti-Mafia-Gesetze verabschiedet. Und nur wenn die Mafia wichtige Leute getötet hat, wie Falcone oder Borsellino, hat man hart reagiert. Sonst sieht man die Mafia eher als normales Übel an. Zu schnell empfinden die Menschen das Gegebene als normal, wollen mehr und mehr. Die gestern noch gefeierten Erfolge schrumpfen unerhört im Kurzzeitgedächtnis der Öffentlichkeit. Wir treffen Orlando im Calza-Viertel, einer Gegend im Zentrum Palermos, die vor einigen Jahren noch als verbotene Zone galt. Betreten verboten wegen Lebensgefahr. Heute ist das Gebiet Sanierungsviertel. Die nach 350 Jahren wieder geöffnete Kirche, beliebter Treffpunkt von Hochzeitspaaren oder Kommunionkindern fürs Erinnerungsfoto. Hier, wo Orlando mit den überraschten Kindern scherzt, wurde jahrzehntelang Müll gestapelt. Facciamo un applauso a voi. Bravissimo.
Wir begreifen, dass man im Krieg gegen die Mafia gerade auch Kirchen öffnen und Müll wegräumen muss, damit die Menschen ihre Stadt wieder lieben lernen. Die Leute haben verstanden, dass mein Krieg gegen die Mafia war eine sehr, sehr große Krieg, ein sehr starker Krieg. Und sie haben eine Sicherheit für Oberbürgermeister gehabt, gefühlt. Und Tag nach Tag, die Leute haben gesagt, der Bürgermeister vielleicht ist nicht verrückt. Der Bürgermeister ist ein Mann, der unsere Stadt liebt. Wenn die Leute fragen, was ist meine Waffe, was ist meine besondere Waffe in diesem Krieg, ich sage, die Liebe. Für ein anderes Land, für ein fremdes Land, ist das vielleicht keine Sensation, so ein Mensch oder so ein Politiker oder so ein Bürgermeister, weil seine Handlungen werden für ganz normal gehalten, aber nicht in einer Stadt wie Palermo. Für uns ist es schon, dieses Sprechen mit einem Bürgermeister auf der Straße, ihn zu halten und sich auszusprechen oder einfach irgendein Problem zu stellen, das ist hier nicht, das ist Freiheit. Und diese Freiheit haben wir in einer Stadt, wo das Gesetz des Schweigens herrschte, nie gehabt. Energisch, das Tempo bestimmend, geht Orlando voran, aber bereit, jeden Moment zu stoppen, wenn ihn jemand anspricht. Nicht einmal haben wir in den Tagen an seiner Seite erlebt, dass er jemanden, der ihn ansprach, übergangen hat. Und er macht es offensichtlich nicht, weil er Politiker ist, sondern weil es sich so gehört, als Mensch. Als Politiker brachte er ein Gesetz auf den Weg, das der Stadtverwaltung die Beschlagnahme von Mafiavermögen gestattet. Er verlangte vor Gericht von entlarvten Mafiosi finanzielle Wiedergutmachung für die Stadt. Orlandos Umbruch nennen sie hier den Frühling von Palermo. Noch zu Beginn der 80er wurden nahezu 300 Morde im Jahr verübt. Heute liegt die Kriminalität unter der einer mittelgroßen norditalienischen Stadt. Die Mafia braucht Dunkel und Ruhe. Und in Palermo wir haben zu viel Licht. Deswegen die Mafia bleibt nicht in Palermo. Mafia in Palermo ist eine kriminelle Organisation in Palermo. Sie versucht, ein Gewaltsystem zu sein in Palermo. Aber das Geld von Mafia besonders ist nicht in Palermo. Ist in Hamburg, in Paris, in Liechtenstein, in London, in New York, in Tokio. Deswegen ich glaube, dass wir brauchen eine europäische Krieg gegen Mafia kämpfen, weil Mafia ist ein europäisches Phänomen. Seit 1994 sitzt er als einziger Abgeordneter seiner Partei im Europaparlament. Einer von insgesamt über 600 Delegierten. Mindestens zweimal im Monat arbeitet er in Straßburg oder Brüssel. Um nicht völlig isoliert zu sein, hat er sich der Grünen-Fraktion angeschlossen. Ein Zweckbündnis, kein Liebesverhältnis. Mit solchen Zweckbündnissen hat er schon in seiner ersten Koalition als Bürgermeister in Palermo gute Erfahrungen gemacht. Gemeinsam mit anderen kritisch für die gute Sache streiten, gegen die vermeintlich Mächtigen, die glauben, die Macht und das Recht bis in alle Ewigkeit gepachtet zu haben. Nur eine Mitarbeiterin hält die Kontakte, terminiert und organisiert. Für ihn als Unabhängigen absolut überlebensnotwendig ist die Solidarität mit der Fraktion, wie hier bei einer Pressekonferenz gegen den Missbrauch der Gentechnik. Er tanzt als Politiker berufsbedingt auf vielen Hochzeiten. Dennoch verliert er die Hauptsache nicht aus den Augen. Immer mehr Leute denken in Deutschland, dass wir haben Mafia in Italien und auch in Deutschland. Aber die Gegenmafia, die Antimafia-Bewegung ist mehr stark in Italien als in Deutschland. Was müssen die Deutschen tun, um zu helfen? Ich glaube, dass die deutschen Leute brauchen verstehen, dass sie sind so attraktiv. Deutschland ist so attraktiv für Mafia. Mafia normalerweise ist, wo das Geld ist. Normalerweise ist, wo Reichtum ist. Und Deutschland ist so reich, so reich, dass das ist so attraktiv. Auch in Frankreich immer dabei, unauffällig auffällig wirkende Herren, die zigmal eine Vitrine begutachten, ohne sich wirklich für das Präsentierte zu interessieren. Orlando kann nicht wie andere Abgeordnete einfach mal blau machen, sich ausklinken. Die Sicherheitsstufe 1 kennt keine Auszeit.
Aber im Vergleich zu früher, wo er in Kasernen schlafen musste, ist die Freiheit heute schon fast grenzenlos. Lässt ihm immerhin die Möglichkeit, etwas Privates zu erledigen. Herr Hollande, warum ausgerechnet Elefanten? Ich habe eine kleine Sammlung des kleinen Elefanten. Ja. Und ich hatte einen Elefant hier schon gekauft, letzte Jahre. Aber ich habe gegeben wie ein Geschenk zu einer Freundin von mir. Und jetzt ich möchte noch einmal einen Elefant kaufen. So, ich werde immer die gleiche Zahl des Elefanten zu Hause haben. Nicht lebendig, aber nicht lebendig. Eigentlich sollte er heute im Europaparlament sprechen, gestrichen wegen Termindruck. Seine Rede im Max-Planck-Institut in Freiburg musste er absagen. Da ist er schon auf Einladung der SPD in Fellbach bei Stuttgart. Der Termin bei einer Zeitungsredaktion fiel genauso flach wie das obligatorische Spargelessen der Europaparlamentarier. An der Grenze warten die deutschen Polizisten bereits. Der Wechsel passiert in Sekunden. So schnell, dass ohne die Zeitlupe fast nichts zu sehen wäre. Als wir am Ziel eintreffen, ist Orlando nicht zu verfehlen. Jede Menge Beamte sichern die Umgebung. Dank der Lage im Dreiländereck ist das Ländle Ruhezone der organisierten Kriminellen. Immerhin leben 183.000 Italiener im Südwesten. Da bietet sich manches Versteck an. Zum Vortrag sind trotz eines Fußball-Länderspiels überraschend viele Besucher gekommen. Kein Wunder, bei der Bilanz allein in diesem Jahr. Innerhalb von 6 Wochen hat die baden-württembergische Polizei 3 Mafiosi aufgespürt. Am 16. Januar in Fellbach, am 2. Februar in Bad Überkingen und Anfang März im Rhein-Neckar-Kreis. Seit 1993 haben die Schwaben 50 Mafiosi nach Italien ausgeliefert, darunter 18 Auftragskiller, die fast alle zu lebenslanger Haft verurteilt wurden. Das ist aber nur die Oberfläche. Ich glaube, dass mafiotischer, krimineller Einfluss auf die Politik nicht nur in Italien existiert. Er existiert überall. Es braucht nur oft eine Zeit, bis es wirklich breit durchbricht und bekannt wird. Und es ist dabei nicht so wichtig, wie viel davon in dem oder in dem Land stattfindet. Es ist eine prinzipielle Seuche. Und diese Seuche gibt es auch bei uns. Die Aufhebung des Bankgeheimnisses gehört zu der von mir auch geforderten Transparenz. Alles, was unter der Decke bleiben kann, was sich tarnen lässt, hinter den Augen der Öffentlichkeit stattfindet, einschließlich hinter den Augen der Parlamente und der Medien, ist ein Sumpf für potenzielle Kriminalität. Noch hat Orlando sein Ziel nicht erreicht. Noch übernimmt Europa nicht die mit viel Blut bezahlten Erfahrungen seiner Heimat im Kampf gegen die Mafia, gegen die organisierte Kriminalität. Und das, obwohl neue Verbrechersyndikate wie die Russenmafia und Triaden schon längst kein Gespenst mehr sind. Wahrscheinlich braucht es 100 Orlandos. Und das wäre nicht genug, weil es immer 10-mal so viele Mafiosi gäbe.